Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem Forza Horizon 5 Video. Und ich weiß, warum du da bist. Du willst den ultimativen Rally Guide für Forza Horizon 5. Und den habe ich für dich. Dieser Guide, den ich euch jetzt geben werde, funktioniert für jede Klasse. Es ist egal, ob es B, A, S1, S2, X ist. Vorausgesetzt, ihr habt eingebaut das Getriebe, Fahrwerk, Stabis, Federn, Aerodynamik, Bremsen und Differential. Aber jetzt reden wir gar nicht so lange. Ich zeige euch jetzt erstmal die Runde, ohne einen Finger gemacht zu haben. Ich habe nur die Teile eingebaut und dann gucken wir uns mal die Runde jetzt an. So. Mal gucken, was wir in der Laptime kriegen. Ohne das Tuning. Ja. Der Megane da vorne ist auf jeden Fall fix. Ja, soll vielleicht auch eine gültige Runde sein. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit irgendwie am Rumrammen sind oder irgendwas. Oder eine legit eine Zeit haben, die ja vergleichbar ist. Wird es auch nicht so krass cutten oder so. Einfach nur schön sauber und konstant wie möglich versuchen zu fahren. Die Kurve hasse ich wegen diesem komischen Stein hier rechts. Der hebt dich komplett raus, der Stein. Ist auch dem Stein komplett egal. Schön, Forza-Spoiler hast du da. So, und es ist eine 1.27.8.6.3. So, mal gucken, ob wir nach dem Tuning die Zeit schlagen können. Bei den Reifen gibt es nicht viel zu erklären. Ihr nehmt für alle Rallye-Fahrzeuge, die ihr bauen möchtet, 1,7 Bar Druck. Ob Heckmotor, Frontmotor, Mittelmotor, Frontangetrieben, Heckangetrieben oder Allrad. Ihr nehmt immer 1,7. Warum 1,7? Das ist der maximale oder mindeste Druck, den ihr haben braucht, um maximale Auflagefläche zu generieren. Egal für welchen Untergrund, ob Asphalt oder Matsch. Bei der Übersetzung ist das so ein Ding. Es gibt Leute, die mögen gerne den ersten Gang super lang und schalten dann schnell durch. Oder es gibt Leute wie mich, die einfach komplett gerne durch die Gegend schalten. Ich weiß nicht, ich finde, so macht Rallye-Mir-Fahren viel mehr Spaß. Aber das ist persönliche Präferenz und das macht jetzt hinten raus nicht wirklich viel Zeit gut oder nicht. Wichtig ist nur, und jetzt zuhören, ist ganz wichtig. In der Rallye zählt nicht eure maximale Endgeschwindigkeit. Wenn euer Auto normalerweise 350 schafft, ist das in der Rallye nicht wichtig. In dem Fall tut ihr bei der Übersetzung immer so einstellen, dass die Übersetzung sehr kurz ist. Generell sehr kurz ist. In dem Beispiel, wo ich gerade habe, beziehungsweise könnt ihr euch immer als Leitfaden nehmen, A800 reicht in jedem Rennen 280 km/h. Ihr müsst nicht schneller sein als das. In den meisten Fällen reicht ihr gar nicht in 280 km/h. Ich könnte in dem Fall die Achsenübersetzung noch kürzer machen. Aber es gibt mir genug Beschleunigung und ich nutze meine PS viel, viel besser, als wenn ich das Auto 500 Jahre lang versuche, auf Endgeschwindigkeit zu bringen. Das bringt euch in der Rallye nichts und ihr macht euch dadurch einfach nur langsamer. So, jetzt kommen wir zur Ausrichtung. Und das ist jetzt ein bisschen viel. Aber keine Sorge, ich erkläre es sehr einfach. Für den Radsturz bei allen Allradfahrzeugen nimmt ihr den Wert minus 0,7 vorne und hinten. Bei heckangetriebenen Fahrzeugen nimmt ihr vorne 0,7 minus und hinten minus 0,5. Bei frontangetriebenen Fahrzeugen nimmt ihr vorne minus 0,5 und hinten 0,7. Damit macht ihr sicher, dass das Auto immer maximalen Grip hat. Die Spur sorgt dafür, wie agil jetzt euer Fahrzeug in den Kurven oder im Einlenkverhalten ist. Bei allen Konzepten, frontangetriebene Fahrzeuge, heckangetriebene Fahrzeuge oder Allrad oder Frontmotor, Mittelmotor oder Heckmotor, macht ihr bei der Vorspur minus 0,2. Bei front- und heckangetriebenen Fahrzeugen macht ihr hinten minus 0,3. Sollte das Auto aber übersteuern,
dann könnt ihr den Wert auch in Richtung zum Plus bewegen, also minus 0,2, minus 0,1 oder gar neutral. Bei Allradfahrzeugen, und das ist eh der Key von dem ganzen Ding, Allradfahrzeuge sollten in der Regel immer etwas übersteuern. Ich möchte, dass bei Allradfahrzeugen euer Heck mehr arbeitet als die Front. Deswegen macht ihr bei Allradfahrzeugen hinten 0,3. Sollte das Auto aber nicht um die Kurve kommen, beziehungsweise nicht mit dem Arsch kommen, dann könnt ihr auch den Wert gerne auf minus 0,5 erhöhen. Der vordere Nachlauf ist so ein Forza-Ding. Diese Dinge machen nur in der Forza-Welt Sinn, nicht in der Realität. Deswegen der vordere Nachlauf 7,0 Grad bei allen Rallye-Fahrzeugen, bei allen Antriebskonzepten und bei allen Motoren. Und jetzt kommen wir zum Stabi. In Forza nimmt man vorne weich, hinten hart. Hier habe ich euch als Richtwert 7,5 und 50 gegeben. Sollte das Auto aber nicht genug einlenken, so könnt ihr den Stabi vorne verringern, bis 1 runter tatsächlich, also so viel Spiel habt ihr noch, oder den hinteren Stabi bis auf 32 verringern. Aber wenn diese beiden Sachen schon auf 1 und 32 sind, dann tut das Auto schon fast überdrehen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, diese Werte, die ich euch jetzt zeige, könnt ihr für jedes Auto benutzen. Für jedes. Egal ob B, A, S1, S2 oder X. Bei den Federn könnt ihr tatsächlich bei allen Autos das anwenden. Vorne weich, hinten etwas härter. Nehmt da als Richtwert zwischen dem W und dem E den einen Punkt und den anderen Punkt so zwischen dem E und dem I. Es gibt aber eine einzige Ausnahme. Und das ist der Porsche, der den Motor direkt auf der Hinterachse hat. Und bei diesen Fahrzeugen setzt ihr das Heck, lasst ihr auf der Position, wie ihr es jetzt gerade hier seht, nimmt die Vorderachse und packt die auf C und H. So dazwischen irgendwo. Bei der Fahrwerkshöhe ist das so ein Ding. Ihr wollt euer Auto nicht zu hoch haben. Ich weiß, es ist ein Rallye-Auto und alle Rallye-Autos sind unnötig hoch, aber nicht in der Forza-Welt. Ist euer Fahrwerk, beziehungsweise eure Fahrwerkshöhe zu hoch, ist euer Auto sehr kopflastig. Das heißt, ihr schiebt unnötig das Auto von der Strecke. Das heißt, ihr habt Unter- und Übersteuern gleichzeitig. Deswegen verringert ihr eure Fahrwerkshöhe so ungefähr auf die Mitte, dass ihr immer noch genug Höhe habt, wenn ihr in Pfützen reinfahrt, aber nicht zu hoch seid, um euer Auto unnötig aus der Strecke zu befördern. Zugstufenhärte und Druckstufenhärte. Das ist sehr einfach erklärt. Zugstufenhärte heißt, wie hart das Fahrwerk ausfedert, und Druckstufenhärte bedeutet, wie hart das Fahrwerk einfedert. In dem Fall nehmt ihr 8,8 und 7,9 und 3,9 und 4,4. Einfach erklärt, für jedes Rallye-Auto. Da verstellt man auch nichts. Ich habe diese Werte auf all meinen Rallye-Autos. Die Aerodynamik, da freuen sich die ganzen Leute, die Forza-Spoiler nicht mögen, mit inkludiert mir. Forza-Spoiler sind für Rallye unnötig. Falls ihr, wie in meinem Fall jetzt, den Ford Focus RS, den man jetzt zur Rallye-Erweiterung bekommen hat, solltet ihr trotzdem eine Einstellungsmöglichkeit haben, dann lasst sie auf Standard. Verändert sie nicht, lasst sie einfach so. Und solltet ihr ein Auto haben, was beide Abtriebskonzepte hat, also sprich vorderen und hinteren Abtrieb, dann stellt ihn so ein, dass ihr mehr Heckflügel habt als Frontflügel. Die Bremsen sind auch so ein Standardding. 54, 104, gibt es nicht viel zu erklären, ist in der Forza-Welt, ich glaube schon seit Horizon 3 so ein Standardding. Macht's einfach. So, und jetzt sind wir beim letzten Punkt, Differential. Hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter, aber auch hier, hey, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Die ganzen Werte, die ihr hier seht, ist für ein Allradfahrzeug. 35% vorne als Beschleunigung. Warum? Hat eher was damit zu tun, wenn ihr in der Kurve seid und raus beschleunigt. 35% deswegen ist immer noch genug Sperre, um das Auto vernünftig nach vorne zu bringen, beziehungsweise um die Kurve zu reißen, aber eure Räder nicht unnötig durchdrehen und somit euer Auto in ein Untersteuern setzen. Verzögerung macht in dem Fall 0%, weil ihr wollt nicht, dass die Vorderachse für euch arbeitet. Bei einem Allradfahrzeug arbeitet immer die Hinterachse. In dem Fall sind wir dann bei 65% hinten, was immer noch genug Vortrieb hat, um das Auto nach vorne zu bringen. Es ist ein gutes Zusammenspiel zwischen Vorderachse und Hinterachse. Und auch in dem Fall macht ihr die Verzögerung 10% weniger als eure Beschleunigung. Und das gleiche gilt auch für die Verteilung. Solltet ihr hinten 65 haben, stellt auf 65 ein für die Verteilung. Habt ihr den Wert 70 bei Beschleunigung hinten, dann macht auch bei der Verteilung hinten 70. Bei frontangetriebenen Fahrzeugen stellt ihr den Wert zwischen 20 und 25%. Warum so etwas niedriger als beim Allradfahrzeug? Naja, ihr habt halt keine Hinterachse. Und damit nicht eure Vorderachse die ganze Zeit durchdreht und ihr trotzdem Vortrieb haben möchtet,
stellt das Differential relativ runter. Die Verzögerung in dem Fall auf der Vorderachse sorgt dafür, dass, wenn ihr vom Gas geht, ihr, wie der Name schon sagt, etwas verzögert und das Differential nicht sofort blockiert. Bei heckengetriebenen Fahrzeugen ist das ein bisschen anders. Da ist der Wert nämlich 60% und das ist der Grund, weil das der Sweet Spot ist zwischen wir driften nicht die ganze Zeit und wir haben vernünftigen Vortrieb. Die Verzögerung wird dann dabei, genauso wie beim Allrad, auf minus 10% halten. Sprich, ihr habt 60% Beschleunigung, heißt 50% Verzögerung. Verzögerung im selben Maße erklärt wie beim Frontantrieb. Die Verzögerung verzögert das, wie lange die Achse braucht, um komplett zu sperren. So, und jetzt gucken wir uns die Runde mit Tuning an. So, eine 1,27,8 müssen wir schlagen. Let's do it. Ansonsten hat das Video, was ich gerade aufgenommen habe, keinen Sinn und ihr könnt einfach Standardzeit abfahren. Aber nein, dafür funktioniert es zu gut. Dafür funktioniert es zu gut. Ach so, und beide Autos haben logischerweise das gleiche Upgrade-Paket. Also keiner hat irgendwie besondere Upgrade-Pakete. Das wäre ja dann Wettbewerbsverfälschung. Das machen wir logischerweise nicht. So, kriegen wir den Porsche nach vorne? Guck mal, Turn, den wir einfach haben. So, 1,27,231. Hey, 6 Zehntel. So, 1,27,2. Wir sind 6 Zehntel schneller gefahren, nur dadurch, dass wir ein paar Regler hin und her geschoben haben. Das mag vielleicht jetzt nicht viel klingen, aber es ist von Auto zu Auto, Strecke zu Strecke, kann es halt immer anders rauskommen. In dem Beispiel sind es halt jetzt 6 Zehntel. In einem anderen können es eine Sekunde sein oder gar mehr. Oder auch gar nicht. Kann auch sein. Aber in den meisten Fällen sind Setup-Fahrzeuge schneller, besser und wendiger. Man muss auch transparenzhalber sagen, ich habe beiden Autos 5 Versuche gegeben und den jeweilig besten Versuch habt ihr dann gesehen. Das heißt, ich habe auch 5-mal das gleiche jeweils geredet. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe das Beste aus mir rausgeholt, dass dieses Ergebnis so legit wie möglich ankommt. Und ich hoffe, ich konnte euch das Rallye-Tuning ein bisschen näher beibringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne ein Abo raushauen für die anderen 4 Sachen. Und zwar Straße, Drag, Drift und Querfeldein. Dazu kommen auch noch Videos. Also von dem her, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.